Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, in dem ich klarstelle, dass Aussagen wie "Gib ihnen keine Plattform" nicht in meine Lebensphilosophie passen und ich bereit wäre, auch mit kontroverseren Persönlichkeiten innen zu diskutieren, mit Personen, die Meinungen haben, die die Mehrheit als unwissenschaftlich oder unmoralisch einstuft, auch wenn ich zu dieser Mehrheit gehöre. Daraufhin wurde mir sehr häufig das Video von Ultralativ über die falsche Gleichgewichtung geschickt, das im Grunde besagt, dass es ein Problem sei, zwei Menschen mit unterschiedlicher Meinung beispielsweise in einer Fernsehshow miteinander diskutieren zu lassen, weil dem Zuschauer dann suggeriert wird, dass beide Meinungen gleichwertig sind, auch wenn eine Meinung wissenschaftlich deutlich mehr belegt ist. Jetzt ist das Thema nochmal aktueller, weil Mai vom Kanal MyLab in eines ihrer neuen Videos das hier sagt. Ich werde mit wachsende Reichweite dieses Kanals auch zunehmend vorsichtiger, wem ich diese Reichweite schenke. Manche Aussagen oder Desinformationen möchte man einfach nicht wiederholen, selbst um sie zu debunken, einfach um diesen Ideen nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ich finde Ultralativ und MyLab sind wirklich tolle Kanäle, die ich schon länger verfolge. Falls ihr sie noch nicht kennt, checkt die Kanäle ab und abonniert sie. Ich werde diese Kanäle auch noch trotz dieser Meinungsverschiedenheit weiter verfolgen. Wenn man Leute direkt deabonniert, nur weil man zu anderen Schlussfolgerungen kommt, wäre das nicht gerade open-minded. Ich habe sogar bewusst viele Kanäle abonniert, mit denen ich politisch nicht übereinstimme, um mir auch immer Gegenpositionen anzuhören und etwas aus meiner Bubble auszubrechen. Lasst mich also nun demonstrieren, warum ich trotz der Wertschätzung dieser PersonenInnen hier anderer Meinung bin, wie Ultralativ oder MyLab. Es kommt immer wieder vor, dass die öffentliche Meinung zu einem wissenschaftlichen Thema teilweise bis sehr stark von dem Konsens der tatsächlichen akademischen Experten auf diesem Gebiet abweicht. Und eine der Hauptursachen für diese Abweichung liegt dort, wo die allermeisten Menschen nun mal ihr Bild für die Gesamtsituation herhaben. Bei den Medien. Dieses Phänomen nennt man falsche Gleichgewichtung, in der englischen Fachsprache auch False Balancing. Falsche Gleichgewichtung beschreibt im Speziellen, dass unter dem Vorwand der Objektivität Für- und Gegensprechern bei einem bestimmten Thema die gleichen Mittel zur Verfügung stehen, selbst wenn eine Seite die zehnfache Menge an wissenschaftlicher Evidenz hinter sich hat. Erstmal, es ist nicht so, dass ich jedem einzelnen Aspekt aus Ultralativs Video widerspreche. Es kann durchaus sinnvoll sein, sich als Journalist zu überlegen, wie man welche Positionen darstellt. Aber besonders wenn es um Debatten geht, halte ich die Sorge um False Balancing für unangebracht. Wenn ein Flat Earther und ein seriöser Wissenschaftler miteinander diskutieren, denkt sich doch so gut wie niemand, oh, diese beiden Meinungen sind wohl ungefähr gleich gewichtet. Weil die hatten ja beide gleich viel Sprechzeit. Man muss bei Talkshows Argumente bringen und wenn es Themen gibt, bei denen die Beweislage angeblich so eindeutig ist, dann müsste man das auch einigermaßen erfolgreich an die Zuschauer übermitteln können, auch wenn die Gegenposition gleich viel Sprechzeit hat. Natürlich gibt es immer irgendwelche Holzköpfe und besonders wenn es um komplexe Themen geht, lässt sich vielleicht der ein oder andere von einer Meinung überzeugen, die wissenschaftlich nicht akkurat ist. Doch schauen wir mal genau auf das Beispiel, welches Ultralativ hier bringt. Ein Beispiel. 97-98% der Klimaforscher bilden den Konsens um den menschengemachten Klimawandel, haben jahrelange replizierbare und immer wieder überprüfte Forschungsergebnisse hinter sich, während 2-3% dem hingegen nicht zustimmen und deren Belege entweder nicht replizierbar oder fehlerhaft sind. Jetzt kommt allerdings eine Talkshow auf die fantastische Idee, sich dem Thema "Sind wir für den Klimawandel verantwortlich?" zu widmen und lädt einen Klimaforscher der Befürworter und einen der Gegensprecher ein. Sie setzt sie gleichberechtigt gegenüber, gibt ihm im Rahmen der 45 Minuten inklusive Werbepausen möglichst die gleiche Redezeit und am Ende ist das Fazit: Ja, Leute, überraschenderweise hat schon wieder niemand live im Fernsehen seine Meinung geändert, also werden wir abwarten müssen, wie sich die Situation entwickelt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und das ist ein riesiges Problem. Das Publikum, das sich nicht mit den genauen Zahlen und der Klimaforschung auseinandergesetzt hat, wird von dieser Herangehensweise fehlinformiert, weil es den Eindruck eines 50-50 Verhältnisses erweckt, wobei es doch am ehesten 97-3 sind. Erstens mal, warum nimmt Ultralativ hier ein eher fiktives Beispiel? Wenn diese falsche Gleichgewichtung in Sachen Talkshows ja ein echtes Problem in Deutschland ist, hätten sie da nicht ein realeres Beispiel nehmen können? Ich habe zumindest kaum Deutsch-TV-Beiträge gefunden, bei denen Klimaskeptiker und Klimahysteriker in gleichem Maße vertreten waren. Ich habe zwar wie gesagt keine deutsche Klimadebatte gefunden, aber sehr viele englischsprachige und sogar eine Debatte, bei der laut Ultralativs Maßstäben nicht nur einfach false gebalanced wird, sondern in der ein Klimawissenschaftler gegen einen ganzen Raum von Klimaskeptikern diskutiert.
Und obwohl diese Klimaskeptiker nicht mal auf den Kopf gefallen sind und einige ganz sinnvoll klingende Argumente bringen, wirkt die Position des Klimaforschers stärker, weil er auf all diese kritischen Fragen wie aus der Pistole geschossen eine schlüssige Antwort findet. Ja, okay, that's wrong, sorry. Durch so eine Debatte könnten sich Klimaskeptiker und Unentschlossene eher überzeugen lassen, als in einer Show, in der es so gut wie keinen Skeptiker gibt. Wenn wirklich, wie es von Ultralativ empfohlen wird, ein Skeptiker gegen viele Klimaforscher diskutieren würde, ist die Chance viel höher, dass die Skeptiker, die zu Hause zuschauen, finden, dass dieser eine Skeptiker, der eingeladen wurde, ihre Position gar nicht richtig vertritt, dass er nicht die Argumente bringt, die sie bringen würden. Bei mehr Skeptikern vertreten diese viel eher auch die ganze Bandbreite deren Argumente, auf die der Klimaforscher dann alle eingehen kann. Und wenn er überzeugende Gegenargumente hat, wird das ein großer Teil der Zuschauer erkennen. Und wenn er sie nicht hat, dann könnte der Zuschauer zu Hause zu Recht skeptisch werden. Ich habe mir für dieses Video wirklich sehr viele Debatten zu dem Thema angeschaut und finde die sehr fruchtvoll und finde es irrsinnig, hier zu fordern, dass es solche Debatten eigentlich nicht mehr geben sollte, weil hier in falschen Verhältnissen diskutiert wird. Wenn ihr bis jetzt noch aufgrund Ultralativs Video der Meinung wart, dass es beim Thema Klima keine Diskussion geben sollte, bei denen die Vertreter von beiden Positionen im gleichen Maße vertreten sein sollten, schaut einfach mal so ein paar Debatten an und fragt euch, ob hier die Anzahl der Klimaskeptiker entscheidend dafür ist, wem ihr bei der Diskussion eher glaubt. Und die Annahme, dass ein Zuschauer, der eine Talkshow hat, hier am Schluss der Sendung sich nicht im Klaren ist, was hier der Konsens der Wissenschaftler ist, wenn es dazu Beweise und Studien gibt, ist einfach absurd, weil das in jedem Fall auch in der Diskussion gesagt werden würde. Meine sehr verehrten Zuschauer, die Evolutionstheorie ist falsch, denn es steht anders in der Bibel. Das ist aber kein wissenschaftlicher Standpunkt. Laut einer Studie von Dr. Face glauben 99,9% der Wissenschaftler an die Evolutionstheorie. Hui, das war eine spannende Diskussion. Weil hier alle gleich viel Sprechzeit hatten, ist sich die Wissenschaft hier wohl etwas uneinig. Und beim Klimathema ist der Eindruck von einem wissenschaftlichen Konsens sowieso doppelt irrelevant, vor allem für Skeptiker, weil die diese 97% Studie kennen und entweder der Meinung sind, dass diese Studie falsche Methoden verwendet hat oder dass alle Klimaforscher von der Thunberg-Mafia bezahlt werden. Aber nehmen wir mal an, wir akzeptieren die Forderungen von Ultralativ und sagen jetzt, wir lassen jetzt nur noch Leute so in unseren Talkshows auftreten, dass der wissenschaftliche Konsens akkurat repräsentiert wird. Wer würde das entscheiden? Letztendlich auch irgendein Produzent, der vielleicht gar nicht genügend qualifiziert ist, zu entscheiden, was jetzt der aktuelle wissenschaftliche Konsens ist. Muss er dann da auch nach Studien suchen, die den wissenschaftlichen Konsens analysieren? Oder sollte man, um auszuschließen, dass das jemand entscheidet, der nicht dafür qualifiziert ist, extra jemanden anstellen, der sowas entscheidet? Ein Dude, der entscheidet, was wissenschaftlich und unwissenschaftlich ist. Jemand von einem Wahrheitsministerium? Na klar ist es hier auch nicht bei jedem Thema gleich. Beim Thema Flat Earth braucht man nicht viel Recherche, um zu wissen, dass diese Theorie die absolute Wahrheit ist. Aber je eher das der Fall ist, desto weniger Nachfrage gibt es an so einer Diskussion. Niemand wünscht sich eine Diskussion mit Mai und einem Schwerkraftskeptiker. Ultralativ deutet dann nochmal kurz an, wie so eine Talkshow aussehen sollte. Um das in unserem Beispiel etwas überspitzt darzustellen, müssten für die Legitimation einen Gegensprecher einladen zu dürfen, 32 weitere Fürsprecher auf der anderen Seite sitzen oder der Gegensprecher hätte in den 45 Minuten nur etwa 1 Minute und 20 Sekunden Zeit, selbst zu reden. Hier wird eigentlich schon selbst erkannt, wie absurd das Ganze wäre. Wie eine Debatte mit diesen Regeln wohl zu einer Legalisierung aussehen würde? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Drogenverbote auch wirklich den Konsum senken. Das sehe ich komplett anders. Wenn man sich mal die Zahlen von... Entschuldigen Sie... Da nahezu kein Experte das Drogenverbot unterstützt, muss ich jetzt erstmal Dutzende andere Legalisierungsbefürworter zu Wort kommen lassen, damit unsere Zuschauer nicht denken, dass ihre Argumente etwas wert sind. Wenn jemand eine Talkshow hat und Vertreter von gewissen Meinungen nicht bei sich haben will, ist das ihr gutes Recht. Aber wenn das jemand anders handhabt, sollte er nicht dafür verurteilt werden, weil er jetzt das total schlimme False Balancing betreibt, beziehungsweise schlimmen Meinungen eine Plattform bietet. Es kommt fast ausschließlich auf die Argumente an und nicht darauf, wie viele Personen welche Seite vertreten. Wenn die Leute fordern, dass Klimaskeptiker und Fridays
Fridays for Future Leute debattieren sollen, dann sollte man das machen. Eins gegen eins. Ich habe solche Debatten in Deutschland noch kaum gesehen. Oft ist es auch so, dass Fridays for Future Leute sich weigern, mit der Gegenseite zu diskutieren und auch anderen das aufzwingen wollen. Hier ein Video, in dem ein Klimaskeptiker mit Fridays for Future Leuten diskutieren will. Plötzlich taucht dann der Dude mit der blauen Weste auf und empfiehlt allen, dass sie auf keinen Fall mit ihm reden sollen. Ich bin nicht auf diese Frage zu antworten. Ohne die Ansichten des Fragestellers hier zu supporten, finde ich das einfach so ultra low. Wenn Leute nicht bereit sind, in einer Diskussion ihren Standpunkt zu verteidigen, dann ist das aus der Wahrnehmung der meisten Zuschauer eindeutig ein Punkt für die andere Seite. Und man sollte auch auf keine Demo gehen, wenn man die Meinung der Demo nicht mal richtig verteidigen kann. Hierzu empfehle ich auch den Kanal Nuance Bro. Der ist, was die meisten politischen Themen angeht, sehr gut informiert und geht zu den unterschiedlichen Demos und spielt immer Devil's Advocate und argumentiert immer gegen die jeweiligen Positionen, sei es ein Demokrat oder ein Republikaner. Und schaut euch einfach mal an, wie armselig die Leute rüberkommen, die hier jegliche Diskussion unterbinden wollen. Okay with being interviewed? Yeah, sure. Sure. All right. Can you please stop interrupting? Please stop interrupting. Wenn Mai dann in ihrem neuen Video sowas sagt, uns haben so viele Nachrichten zu Professor Susharit Bhakti erreicht, der gerade mit seinem Expertenstatus, aber wissenschaftlich unhaltbaren Falschaussagen viele Bücher verkauft. Viele von euch haben sich einen Faktencheck gewünscht zu seinen Aussagen oder zu seinem Buch. Manche Aussagen oder Desinformationen möchte man einfach nicht wiederholen, selbst um sie zu debunken. Einfach um diesen Ideen nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Begibt sie sich auf ein ähnliches Level? Erreicht Mai dadurch, dass sie Bhaktis Behauptungen gar nicht erst wiedergibt, wirklich ihr Ziel, dass dann weniger Leute von der gefährlichen Meinung Bhaktis angesteckt werden? Ich bin, was das Thema angeht, wirklich sehr agnostisch und hatte vor Mais Video noch nie was von dem Buch gehört und habe es mir geholt, weil Mai null begründet, warum diese Themen in dem Buch so falsch sind. Sie geht nicht nur nicht auf Bhaktis Argumente ein, aus meiner Sicht begründet sie nicht mal ausreichend, warum sich das Buch nicht an wissenschaftliche Standards hält. Die Fridays for Future Leute können wenigstens sagen, dass es tatsächlich Studien gibt, die versuchen zu erläutern, was der aktuelle wissenschaftliche Standpunkt ist. Warum ist Bhaktis Buch laut Mai unwissenschaftlich? Weil sie das sagt und weil sich Unis von ihm distanziert haben. Ohne in diesen Distanzierungen irgendwelche Gegenargumente zu bringen. In diesen Distanzierungen wird auch lediglich davon gesprochen, dass das Buch nicht wissenschaftlich ist, ohne das irgendwie zu begründen. Und ich sage damit nicht, dass Bhakti recht hat, sondern nur, dass Mai nicht nur keine Gegenargumente bringt, sondern nicht mal ansatzweise die Unwissenschaftlichkeit des Buchs belegt. Also ihre Methodik von, es ist nicht wissenschaftlich, weil die Uni und ich das sagen, ist ironischerweise eine extrem unwissenschaftliche Vorgehensweise. Vielleicht gäbe es eine Methode, das alles zu tun. Mai tat es in ihrem Video aber nicht. Sie spricht lieber darüber, wie wichtig es ist, dass sich ja alle, die was mit Bhakti zu tun hatten, von diesem Buch distanzieren, weil das ist scheinbar wichtiger als tatsächliche Argumente. Und kommen wir damit auch zurück zu Ultralativs falsche Gleichgewichtung. Wie sollen irgendwelche TV-Sender hier TV-Gäste basierend auf dem aktuellen wissenschaftlichen Konsens einladen, wenn nicht mal eine intelligente Wissenschaftsjournalistin die Unwissenschaftlichkeit einer Sache richtig begründen kann? Gunnar Kaiser bringt in seinem Video über Mais Video sehr passend den Vergleich zur Religion. Es geht nicht mehr um einen sachlichen Austausch von Argumenten, sondern nur noch darum, dass die eigene Meinung wissenschaftlich ist und die gegenteilige Meinung nicht. Mais Meinung ist ja wissenschaftlich und Bhaktis nicht. Warum also dann noch mehr auf Details eingehen und sich mit Argumenten rumschlagen, wenn man dafür ja die gefährliche Meinung von anderen wiederholen müsste? Dürfte ich laut Mai auch keine Videos mehr machen, in denen ich die laut meinen Recherchen extrem unwissenschaftlichen und gesellschaftsschädigen Aussagen zu Drogenpolitik von AfD und CDU widerlege, weil ich dafür ja auch deren Meinungen wiedergeben muss? In der South Park-Folge Gott ist tot wird ebenfalls sehr schön mit natürlich viel Übertreibung gezeigt, warum es nicht unbedingt erstrebenswert ist, in einer Technokratie, also einer Welt zu leben, in der alles
nur danach beurteilt wird, wie wissenschaftlich der Standpunkt ist und warum es nicht viel anders ist, als unter einer Regierung zu leben, die sich nur nach Religion orientiert. Gelobt sei die Wissenschaft! Junger Speck, das ist deine Chance, den Tod deines Vaters zu rächen! Vorsicht, mein Junge! Nur weil ihre Wissenschaft sie zu einer anderen Antwort auf die große Frage bringt, heißt das nicht, dass wir das Recht haben, sie alle umzubringen. Nein! Unsere Antwort auf die große Frage ist die einzig logische. Unsere Wissenschaft ist prima. Vergessen wir nicht den großen Richard Dawkins, der die Welt vor langer Zeit von der Religion erlöste. Dawkins wusste, dass in der Logik und der Vernunft die Zukunft lag. Mai, Hauptaussage deines Videotitels ist ja, dass du deine Meinung geändert hast. Habe ich deine Meinung durch dieses Video vielleicht erneut ändern können? Wird vielleicht noch ein fundierteres Video zu dem Buch von Bhakti kommen? Gibt es Leute, die mir vorher das Ultralativ-Video geschickt haben und das jetzt anders sehen? Wenn ihr es noch immer so seht, dann ist eure Meinung definitiv unwissenschaftlich. Nehmt ernst, lasst uns doch in den Kommentaren über unsere Meinungsverschiedenheit diskutieren. Sich mit anderen Meinungen auszutauschen ist eine sehr wichtige Sache, obwohl es scheinbar immer mehr Leute gibt, die hier gegenteiliger Meinung sind. What are you doing here, bro? I'm just interviewing people. No, we're not having that here today. This is a public place. I'm allowed to be here. It's not natural. Be careful. Yeah. Is there something to be concerned about? Are we trying to achieve the peace? But I was told he's a troll. Warum möchten Sie denn kein Interview? Warum soll ich hier rausgehen? Aber finden Sie nicht, man soll doch irgendwo so eine Diskussion starten? Ich meine, hier einfach nicht mit den Medien zu sprechen, ist ja auch nicht die richtige Entscheidung, oder? Entschuldigung, haben Sie vielleicht Zeit für ein kurzes Interview? Nee. Du hast ja eine Meinung, deswegen bist du ja hier, oder nicht? Weil vielleicht könnte man ja Missverständnisse ausräumen. Such mal ein bisschen eure Standpunkte zu hören, außer schreien. Nazis raus! Da sind wir dabei! Nazis raus! Also ich werde jetzt mit Ihnen mitlaufen und es jedem sagen. Ja. Rechte Haltungen sind undemokratisch in jedem Sinn, deswegen. Ziel ist, ich empfehle das Interview nicht anzunehmen, weil es im Recht. Ich empfehle Ihnen das nicht anzunehmen, weil es im rechten Kontext steht. Go away, Fash. Not interested in talking to you. How am I fascist? The most all people don't come to here once every year. We're it is not hundreds of millions, but no. It's not hundreds of millions of people that come here you're every you're year. You're clearly triggering this woman, right? Triggering? But it's okay. So this is my protest, bro. You can you go. You own this protest? I'm the organizer. I will have your ass hacked up in the back of a police car quicker than you can. Hacked up? What does that mean? Es ging mir, by the way, in dem Video nur darum, wie man mit anderen Meinungen umgehen sollte und nicht um die Themen, die ich als Diskussionsbeispiel angeführt habe. Ich weiß jetzt schon, dass einige Leute kommentieren werden, also glaubst du das, was Bhakti sagt? Bist du etwa Klimaskeptiker? Bist du Fridays for Future Typ? Ich habe hier zu keinem dieser Themen Stellung bezogen und kann das auch gar nicht, weil ich zu vielen Themen einfach agnostisch eingestellt bin.